Wir haben euch heute invitiert, für uns heute mit unserem neuen Slogan zu präsentieren. Die gesitten Hayanadeis, ehrlich, sozial, Lützeburg. Was ist mit dem Slogan gemeint? Ich meine, die Slogan beinhaltet eigentlich ein Resümee von einem ganzen Wahlprogramm. Wo andere Parteien vielleicht meiner Meinung nach nehmen Plattitüden an inhaltslos Sprich präsentieren, um mir versucht, Inhalt daran zu bringen, weil wir denken, dass das hier ein Wahlkampf von den Inhalten geben muss, und nicht von irgendwelchen Aussagen, die einfach nehmen an Eisenahn warm Luft sind. Selbstverständlich schaffen wir alle hier zusammen, wen nicht zu Lützeburg, für Lützeburg. Selbstverständlich wählen wir für Zukunft hier zu Lützeburg. Selbstverständlich wollen wir nicht zurückgucken, sondern nur vier gucken. Weil wir geben schon gerne, ob 9 Jahre CSV, LSAP zurückgucken, mir nicht. Und ich meine, die Lützeburger haben nicht auch verstanden. Klar ist auch, dass wir nicht unbedingt um Rückleihen wollen. Ich denke, Lützeburg steht nach auf seinen zwei Beinen. Und ich fand, es sollte kein Versichern sein, ob der Rück zu lehnen, auch wenn es nicht mehr ein kleines Himmelsdeierchen ist. Anelo, was bleibt übrig bei all den Plattitüden, die der Lo gerade gehört hat? Geneigt. Da wenn du mir gedacht, wir müssten Inhalt darüber bringen, an nicht Plattitüden. Ganz klar, Lützeburg, die Wähler brauchen Informationen. Wir dürfen nicht vergessen, die Wähler als der Souverän an einer Demokratie, an nicht Parteien. Wir sind nicht den Dinger von dem Souverän. Da wenn du hat er sich desideriert zum Slogan, ehrlich, sozial, Lützeburg. Ehrlich steht für das DDR, und ich denke, die ganz letzten Affären, die da doch gewesen haben, wie das REL, wie eng mehr oder weniger transparent Politik an der Bewältigung von der Bankenkrisen, mit dem manipulierten Index, den wir erlebt haben an der letzten Legislaturperiode, mit einer Filzokratie bedingt heute zu Lützeburg durch eine quasi Längherrschaft von ein paar wenigen über den ganzen Rest vom Lützeburger Land, denke ich, dass wir zurückkommen müssen bei einer Ehrlichkeit an der Politik. Ehrlichkeit ist sicher nicht den einfachen Weg. Ehrlichkeit ist nicht bequem. Ehrlichkeit verlangt Charakter, an der muss ich Charakter weisen. An Ehrlichkeit heißt doch gerade an einem Land wie Lützeburg Courage zu weisen. Für alles das steht da der an ihrem Wahlprogramm. Da der hat schon vor 4 Jahren gesagt, dass wir nicht so viel schaffen können. Zu einer Zeit, wo hier zu Lützeburg von anderen Parteien nach Wahlkadoren großzügig und einzeln verteilt sind, die aber von der Allgemeinheit am Schluss bezahlt gehen müssen und heute nach immer bezahlt gehen müssen. Wir denken nicht darum, wie unser Staatsbudget heute ausgesagt. Ehrlich steht bei der ADR, fängt Transparenz an der Politik, meiner Staat, mehr Freiheiten, Aufbau vom Demokratiedefizit an den Bereichen wie das Referendum. Mehr Referendum heißt auch mehr Demokratie. Staatsrat muss endlich eine demokratische Institution gehen, und nicht nur etwas, was ein paar weniger bestimmen, für den zusammenzusetzen. An einen direkten Access zum Verfassungsgericht, den heute zu Lützeburg nach immer dem Bürger verschlossen ist. Am Konträr zu vielen anderen Demokratien im Westen drin. Sozial. Ich meine, es gibt keine Partei, so wie DDR, die an den letzten 25 Jahren bewiesen hat, dass sie etwas am sozialen Bereich bewegen kann. Und die 5/6 Partei, die als Viergängerpartei von der DDR gehofft, hätte mir heute sicher nach immer eine Rentenungerechtigkeit, die nach viel mehr groß wird, wie die Differenz, die heute zwischen dem Sektor Publik und dem Privatsektor besteht. Sozial steht bei der ADR für keinen gedeckelten Index. Keine TVA-Erhöhung, mehr eine deutliche Abspurmaßnahme beim Staat. Es muss aufhören mit der Geldverschwendung beim Staat, also keine Geldverschwendung, heißt auch ein gesund Staatsfinanz. Wir stehen am Kader vom Sozialen auch an für einen bezahlbaren Wohnraum. Das ist eine Sozialpflicht. Wir denken, dass der Lützeburger Staat verpflichtet, dass allen Anwohner von diesem Land, ich präzisiere Anwohner,
eine Möglichkeit muss gehen, hier wohnen zu können und dort zu korrekten Preisen und auch an den korrekten und menschenwürdigen Umständen. Sozial steht auch bei uns für eine bessere Education, weil für uns bedeutet eine bessere Education mehr Chômage. Es geht nur durch mit dem ganzen RIM probieren. Wir müssen endlich RIM Leistungen an der Schule produzieren, aber nicht nur von den Studenten, von allen Akteuren, die an der Schule aktiv sind. Das heißt Professoren, Schulmeisterin, Joffern, wie sie auch alle heißen, die Administrativverwaltungsgestellten an auch die Schüler müssen RIM auf die Leistung zurückkommen. Und wir dürfen es nicht an der Kompetenzen verstoppen. Als Leistung muss RIM die deutlich Kompetenz gehen, für heute zu Lützburg einen Aufschluss zu machen. Wir denken, dass wir mit einem guten Schulsystem auch den Chômage relativ sehr an den Griff kriegen, aber nicht so, wie es bislang gefordert ist. Wir könnten das Dolo nach wie weit ausführen, aber das kriegt er am Kader von der Vorstellung von diesem Wahlprogramm dann an Detail abgeholt. Für was steht Lützburg? Jeder Verein hat an der letzten Zeit, an der letzten Moment, Lützburg Lorem für sich und für seine Partei entdeckt. Wir hatten die Lützburger Komponente immer schon. Nicht umsonst haben wir ein rot-weiß-blaues Fendel an unserem Logo. Wir wollen eine Integration, aber der Weg, den du hier gehst, ist vielleicht ein anderer, wie der Weg von der Integration, den andere Parteien vorschlagen. Da der meint, dass eine gelungene Integration nicht mehr über die Lützburger Spruch geht. Nicht mehr, wenn ich den Spruch kann, kann ich kommunizieren, kann ich den politischen Diskurs an der Chambre verfolgen, kann ich mich informieren, kann ich integriert sein. Das ist für uns der Weg. Wenn wir wenn ich rundherum gucken, dann stellen wir fest, dass all die anderen Parteien genau das Kontrast fordern. Sie wollen das Wahlrecht hier zu Lützburg bradieren. Wir stehen als einzige Partei, und damit wir ich bei der Ehrlichkeit von Anfang an darin, dass mir so ein Wahlrecht soll reserviert bleiben für die Lützburger. An einem Land, wo es so einfach wie sonst nirgendwo an Europa ist, für Lützburger, also die Nationalität zu kriegen, zu gehen, ist es eigentlich undenkbar, für was die nach Erleichterungen beibringen muss. Das muss man sich einfach vorstellen. Wenn ich 5 Jahre hier am Land bin, wenn ich einen Spruchtest mit mir, an einen Kurs Civic mit verfolgt tun, der relativ kurz ist, aber prägnant ist, dann kann ich Lützburger gehen und ich kann von allen, sowohl vom aktiven wie vom passiven Wahlrecht, profitieren. Und ich denke, das ist der einzige Weg, für die Leute mit verantwortlich zu machen, für das, was das hier interessiert. Das heißt, für uns ist Lützburger gleich Wahlrecht für die Chamber. Ihr seht, 3 Wörter, ein ganzes Resümee von einem Wahlprogramm. Mein Inhalt kann ich in so einer kompakten Form unserer Meinung nicht mitteilen und die Wähler. Da weint, ehrlich, sozial, Lützburg, Lösch 2, ADR. Ich sage nicht merci.
Sie können nie halen, dass Lützburg dabei kommen. Wenn der nur ein Mensch Wahlrecht gibt, ohne Nationalität, was für ein Erdreich hat den dann überhaupt noch für Lützburg Nationalität umzuholen? Das ist dann, als überhaupt kein Erdreich mehr da. Das ist dann, okay, wer? Ich werde meine Standard mit einer Lützburger Nationalität, weil ich alles auch ohne Lützburger Nationalität kriege. Inklusiv dann auch am Sektor Publik schaffen. Das darf ja keine Menge, wenn ich so eine Lützburger Kaffee Chamber wählen, die Gesetze merken, dann muss so ein Ding exekutieren, das muss aber Lützburger sein. Das ist eine Utopie für die ohne zu leben. Natürlich, wenn ich Wahlrecht abfehle, dann ist es doch selbstverständlich, dass ich kann mit einer Lützburger Nationalität an die Fonction publique schaffen kann. Weil das sind ja nur noch die zwei einzig Atoll, die wir so für Wetter durchsetzen, kann ich so nicht für mich zu dem Land offiziell bekennen, dafür nicht Nationalität. Ich kann aber auch so eine Schule Nationalität, wenn ich gerne bei der Staat schaffe oder dann Sektor Publik schaffe, oder Schule Nationalität, wenn ich gerne mal Politik zuletzt beschmeiße. Aber wenn ich nur die Atoll wegschule, dann ist es okay, mir in Ätere, wie wir jetzt mal, ich gucke nach Lützburg zu gehen. Und dann ist das Ziel, was zum Beispiel bei der doppelten Nationalität gesagt hat, für mehr Leute und Lützburger Nationalität zu kriegen, dann ist das Ziel als fort. Auch das muss ich dürfen nicht vergessen. Gut.